Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X-2. Wir machen heute wieder mit den Monstergeschichten weiter. Ich habe fleißig gelevelt und ja, damit wir uns jetzt ein bisschen was anschauen können. So, ich habe wieder insgesamt 5 Monster, die wir uns anschauen können. Ich habe aber schon gesehen, dass bei Elma keine Geschichte gibt. Das wusste ich ja damals schon, aber ich habe es trotzdem die 5 Level gelevelt. Man weiß ja nie. Kapitel 1, Analyse fehlgeschlagen, keine Geschichte vorhanden. Dann lassen wir sie mal frei. Ja, das ging schnell. Nächste Geschichte. So, als nächstes ist die Gehilfin dran. Da hatten wir ja bisher schon die Sklavin zum Beispiel. Also es wird jetzt ungefähr so wieder in die Richtung gehen mit Blablanc und so weiter. Aber gucken wir mal. Kapitel 1. Er hatte mich verschmäht. Ich war halt und ziellos, als mich LeBlanc bei sich aufnahm. Ich flüchtete mich in die Arbeit, um ihn endlich zu vergessen. Aber ich kann ihn nicht vergessen. Ich will ihn noch einmal treffen und sei es nur, um Lebewohl zu sagen. Shinras Analyse. Sie spricht die Wahrheit, allerdings bleibt unklar, von wem sie verschmäht wurde. Sie war für LeBlancs Massagen zuständig und eine ihrer Lieblinge. Ihr Spitzname ist Orange. So, dann lassen wir sie mal frei. Die kriegt bestimmt schon genug Ärger von LeBlanc, dass wir hier ihren Rücken gefallen sind. Ständig bist du von Frauen umgeben. Aber ich weiß, dass ich für dich etwas Besonderes war. Du hast mich nie vergessen. Oh, so sieht sie also anders aus, also normal. Ach, Rin, wirklich. Alle sehen sie gleich aus. Rin. Der sieht hier so viel jünger aus. Ich habe den irgendwie älter in Erinnerung. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Fortsetzung folgt. Schade, ist jetzt nicht wirklich aussagekräftig gewesen. Aber okay, wir nehmen die M-Kapsel und machen mal weiter mit dem Schatzgardis. Da bin ich ja mal gespannt, das ist ein riesenheftiges Monster. Kapitel 1. Ich sollte ja ein Wächter von Yevon werden. Dazu muss man die härtesten Prüfungen meistern. Ich kämpfte gegen viele Menschen und Monster und rang sie alle nieder. Ups. Vor 1000 Jahren hatte Yevon eine Trainingshalle, wo starke Monster wie ich trainiert wurden. Am Leben zu bleiben hieß, alle Prüfungen irgendwie zu überstehen. All die Illumina tauchten die Halle stets in helles Licht und wir sahen sie sogar in unseren Träumen. Illusionen werden jetzt zu Träumen und vermischen sich mit der Realität. Wir leben innerhalb der Träume und fragen uns, könntest du zur Schneide werden, die die Welt in Trümmern legt? Würdest du es tun? Als ich zu einem Monster wurde, wurde ich zu dieser Schneide. Niemand konnte mir trotzen. Ich habe die Kraft, Mensch wie Monster zu zerteilen. Ich kämpfte weiter in dem Traum von ewigem Licht. Zu spät bemerkte ich, wie sinnlos mein Handeln war. Eure Monster-Arena ruft schlimme Erinnerungen bei mir hervor, an die Zeit endlosen Kämpfens. Lasst mich frei. Ich möchte für niemanden mehr kämpfen müssen. Oh. Das ist doch ganz niedlich. Irgendwie. Die Illumina, die aus der Arena aufsteigen, haben mein Herz gefangen genommen. Der Traum, der mich 1000 Jahre lang begleitet hat. Ein Albtraum. Gott, geht das schnell. Dabei versuche ich schon recht schnell zu lesen. Alle Menschen und alle Monster wurden durch meine Kräfte ausgelöscht. Ich bin jetzt ganz allein auf der Welt. Das ist mein Traum vom Ende. In meinem Traum wandere ich durch die Einöde auf der Suche nach jemandem. Wenn ich diesen Traum schon nicht entkommen kann, dann bleibe ich und kämpfe. Zum endlosen Kampf bestimmt Senna Kentwara hat die Monster-Arena betreten. Ah, okay. Also nichts damit von wegen, ich will nicht mehr für irgendjemanden kämpfen. Okay. So, unsere nächste Geschichte ist Typ 99.
So, Moment, da. Ich bin ein einsamer Krieger, der auf vielen Schlachtfeldern gekämpft hat. Hör auf mit deiner albernen Analyse. Die Zeit hier bei euch ist die bisher schlimmste in meinem ganzen Leben als Monster. Gruppen sind einfach nicht mein Ding. Ich wünsche mir nur eines, lass mich frei. Diese ganzen Individuen, die mich ansprechen, das ist wirklich lästig. Ich habe gehört, dass in der Monster-Arena gegen Monster kämpfen, um zu sehen, wer der Stärkste ist. Hä? Der Satz ergibt nicht so ganz Sinn, aber okay. Nur deshalb habe ich mich fangen lassen. Lass mich einfach nur in Ruhe, das ist alles, was ich von dir verlange. Das war mein schlimmster Tag als Monster. Ich habe den Übungskampf haushoch verloren. In dieser Gruppe leidet meine Konzentration. Ich war im Kampf völlig verunsichert, weil ich meinen Gegnern auch aus dem Alltag kannte. Aber das Schlimmste an dem ganzen Sache war ja nicht mal die Tatsache, dass ich verloren habe. Als ich mich deprimiert zurückziehen wollte, kamen plötzlich alle an und redeten auf mich ein. Das ist ein Komplott, um mir meine Kampfkraft zu rauben. Ich verlange nur eines von dir, steck mich in einen Raum mit einer abschließbaren Tür. Ein einsamer Krieger. Doch auch wenn ich mich schäme, es zuzugeben, in der Arena habe ich auch manches dazugelernt. Nämlich, dass mein Weg der beste ist. Ich freue mich darauf, ihre Visagen bald schon nicht mehr sehen zu müssen. Aber die Erfahrung eines gänzlich anderen Lebens war schon irgendwie auch sehr lehrreich. Du hast mich die ganze Zeit über analysiert. Sag du mir, was diese Empfindung bedeutet. So, freilassen. Heute breche ich also auf. Es heißt Abschied nehmen. Abschied von meinen Tagen hier. Lebe wohl, habe ich niemandem gesagt. Mein Leben ist der ewige Kampf. So ein Fortgang passt zu mir. Ein Freund von heute kann der Feind von morgen sein. Auf dem Schlachtfeld ist das die bittere Realität. Ich war immer alleine. Daran hat sich auch während meiner Zeit hier nichts geändert. Und daran ändert sich auch nichts, wenn ich gegangen bin. So ist es nun einmal, oder? Hat er keinen Kopf oder ist das Gebilde am Bauch sein Kopf? Ich weiß es nicht. Also sein Gesicht meine ich damit. Nein, ich bin nicht mehr allein. Und ich habe etwas vergessen, und zwar mich von ihnen zu verabschieden. Ach, das sind die, die ich jetzt noch da habe. Ich werde noch einmal zu ihnen zurückkehren. Der mit Verbündeten gesegnete einsame Krieger Harter Fels hat die Monster-Arena betreten. Oh, er bleibt irgendwie doch bei uns. Wie schön. So, und die nächste und somit letzte Geschichte, die von Kukulkan oder Kukulchan, wie auch immer. Kapitel 1. In meinem früheren Leben wurde ich getötet. Ich war zum Tode verurteilt worden vom Tempel Belvel. Ein Jahr verbrachte ich im Kerker. Als ich das Schafott vor mir sah, wünschte ich mir, zum Monster zu werden. 13 Stufen bis zum Galgen. Mit jeder Stufe zitterte ich mehr, nicht aus Angst vor dem Tod, sondern vor dem Leben als Monster. Es war wie ein Pakt mit dem Teufel. Es gab nur einen Grund, warum ich auf dieser Welt verweilen wollte. Ich war unschuldig. Ich wurde zum Monster, damit die Wahrheit ans Licht kommen kann. Nach der Verwandlung war mein Gedächtnis lückenhaft. Lag es am Geständnis unter Zwang oder an der neuen Gestalt? Mich treibt jetzt nur der Gedanke an, allen meine Unschuld zu beweisen. Das ist alles, was ich weiß. Ich habe diese Wahrheit mit meinen Klauen in mein Fleisch geritzt. Der Schmerz dient als Erinnerung daran, dass ich dieser unglaublichen Ungerechtigkeit auf die Spur kommen muss. Ich erinnere mich wieder, wo es sich ereignet hat. Aber was genau ist dort passiert? Erinnerungsbruchstücke. Ich wurde Augenzeuge, wie ein Mann ermordet wurde. Illumi-Blüten liegen dort jetzt als Opfergabe. Hat sie dort jemand für den Mann abgelegt? Diese violetten Blumen sind der einzige Anhaltspunkt, den ich habe. Sie sind der Schlüssel zur Wahrheit. Ich beschloss, den Tatort zu bewachen. Die Blumen waren bereits verwelkt. Ich wartete tagelang dort. Manchmal übernahmen meine Monsterinstinkte und ich vergaß meine eigentliche Aufgabe. Ich riss mir das Fleisch auf, um mich zu erinnern. Ich, der Verbrecher, war hingerichtet worden und dieser Ort nun vergessen. Niemand kam. Ich erhielt keine weiteren Anhaltspunkte. Und dann kam der Tag, an dem ihr mich eingefangen habt.
Ein Jahr nun seit meiner Hinrichtung, 2 Jahre seit dem Mord. Derjenige mit den Blumen kommt bald. Mir läuft die Zeit davon. Bitte bringt mich noch einmal zum Tatort. Oh, das ist aber eine krasse Geschichte. Dann hoffen wir mal, dass er seine Unschuld irgendwie beweisen kann oder zumindest merkt, was da passiert ist. Observierung Tag 1, also nicht merkt, aber rausfindet. Danke. Danke, dass ihr mir meinen Wunsch erfüllt habt. Oh, mir tun die Monster alle so leid. Ich kann die gar nicht mehr bekämpfen. Observierung Tag 5. So eine Observierung über mehrere Tage kann einen fertig machen. Ein Ort, wo doch nichts passiert. Unendliche Stunden der Stille. Und ein Verbrecher, der sich nicht blicken lässt. Naja, nach 2 Jahren. Kann jeder mögliche Typ sein, der jetzt hier langkommt. Observierung Tag 10. Ich warte und warte auf die Frau, die Illumi-Blüten niederlegt. Observierung Tag 13. Hä? Diese Frau ist die Mörderin. Diese Frau. War früher meine Geliebte. Als ich die Schuld für ein Verbrechen, das ich nicht begangen hatte, auf mich nahm, da wollte ich es auch so. Ich zeigte mich selbst an für sie und wurde eingesperrt. Es war die einzigste Möglichkeit. Diese Blumen sind nicht für den Ermordeten, sondern für mich. Warum hat sie ihn umgebracht? Und warum habe ich die Schuld auf mich genommen? An den Grund erinnere ich mich nicht so gerne. Oh nein, es war ein ganz simpler Grund. Ich wollte allein sein. In einer Welt ohne Geliebte und ohne ermordete Männer. Und wieso hat sie es jetzt getan? War das ihr Mann oder was? Und sie wollte mit ihm alleine sein oder mit ihm zusammen sein und hat deswegen vielleicht ihren Mann umgebracht und er wollte aber mit der ganzen Geschichte gar nichts zu tun haben, hat aber, um sie zu schützen, sich selbst angezeigt. Kann das sein? Oh, so, wir haben die Monsterkapsel L bekommen. Wir sind fertig mit den Geschichten hier. Ich werde dann jetzt auch erstmal den Part wieder beenden, werde wieder ein paar Monster fangen, trainieren und die schauen wir uns dann in der nächsten Folge von Final Fantasy X-2 wieder an. Also bis dahin, ciao!